Friedrich Schulte, Bröbelkamp, Ausgattenfeder. Da gucken Sie, Deck, ich fahre den alten VW immer noch, Deck. Ja, 34 PS, das alte Ding, Deck, ja. Und immer schön, wenn mein Auto fährt, Deck. Keinen Alkohol, Deck. Ich heiße ja Heinrich und nicht Margot Käßmann. Sie wissen schon, diese Bischöfe da, Deck, vor der evangelischen Kirche, die wurde doch jetzt erwischt in Hannover. Sie, mit 1,54 Promille Alkohol in Blut. 1,54 Promille Alkohol in Blut. Da ist die mal eine rote Ampel gefahren, ne? Und die Polizei hat sie dabei erwischt, ne? Dann hier im Auto hat es wohl nach Alkohol gerochen. Dann haben die gesagt, haben sie wohl etwas am Weihwasser, das waren die andere Fraktion, ne? Geschnuppert da, ne? Haben Blutprobe gemacht. 1,54 Promille. Jetzt ist der Führerschein weg, ne? Und Geldstrafe und was da noch alle bei zukommt. Ne? Ich meine, gut, jetzt kommt wahrscheinlich der Spruch von einigen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Aber mal ganz ehrlich, ne, Frau Käßmann, ne, sie ist ja eine engagierte Kirchenfrau, nicht überall mitreden. Ob das NPD-Verbot ist, nicht? Irgendwelche theologischen Sachen sind, nicht? Vor der Kirche, ob das irgendwo der Streit mit den Mitbewerbern um die Kirchensteuer, also die katholische Kirche ist, überall redet Frau Käßmann mit, immer mit Moral dabei, nicht? Und Anstand, nicht? Und dann jetzt sowas, nicht? Junge, man sollte doch alle denken. Übrigens, dieser Jörg Haider, wissen Sie noch, dieser rechte Politiker aus Österreich, der hat sich 2008 ja mit 1,8 Promille in Blut totgefahren. Mit, jetzt aufpassen, das gleiche Auto, was der Käßmann fährt, was sie fuhr als Dienstwagen, nicht? Ein VW Phaeton. Jetzt werden Sie sich fragen, VW Phaeton, Donnerschlag, was ist das denn für ein Auto? Ja, das ist die große Lisumine von Volkswagen, nicht? So Passat ist dagegen noch klein, nicht? Sozusagen die S-Klasse aus Wolfsburg, die eigentlich in Dresden zusammengeschraubt wird, nicht? Ein richtig teures Auto hatte die Käßmann als Dienstwagen, VW Phaeton. Jetzt denken Sie sich vielleicht, oh, Donnerschlag, die Kirche, die haben's doch, nicht? Aber mal ganz ehrlich, nicht? Hier, wenn wir schon mit dem Satz kommen, wer von euch ohne Sünde ist in Bezug auf Alkohol im Blut beim Autofahren, nicht? Der muss sich jetzt aber auch den Spruch anhören, Wasser predigen und Wein trinken. Ist doch so, die Kirche, überall müssen sie sparen. Überall werden die Leistungen gekürzt, da werden ganze Kirchen zugemacht, nicht? Sogar die kirchlichen Organisationen, ob es nur die Diakonie oder die Caritas sind, sogar die beschäftigen mittlerweile Leiharbeiter, weil es günstiger ist. Was kommt als nächstes? Demnächst tragen wahrscheinlich noch die Sternsinger den Wachturm von den Zeugen Jehovas aus, oder was? Sie, ich weiß ja nicht, was der neue Pastor von Kattenfelde für ein Auto fährt, nicht? Aber ein Phaeton habe ich bei uns im Dorf noch nicht gesehen, nicht? Aber was man die Käßmann ja lassen muss in Bezug auf diesen wirklich großen Fehltritt, nicht? Sie hat gesagt, den rechtlichen Konsequenzen werde ich mich selbstverständlich stellen. Ist das nicht gütig? Sie sagt, den rechtlichen Konsequenzen werde ich mich stellen. Mal ganz ehrlich, wenn ich besoffen mit meinem Auto, nicht, über eine rote Ampel fahre, nicht, da habe ich wenig Wahl, als mich den rechtlichen Konsequenzen zu stellen. Nicht? Führerschein weg, Geldstrafe weg und wenn ich Pech habe, auch noch Idiotentest. Nicht? Aber schön, dass Frau Käßmann einsieht, nicht, dass sie sich sogar als Bischöfin unter geltendes Recht stellen muss. Das muss man ihr lassen, nicht? Nee, Sie, ganz ehrlich, mit 1,54 Promille eine Woche nach Karneval durch Hannover juckeln, nicht? Ganz ehrlich, wenn Sie mich fragen, manchmal, da wäre es auch für Protestanten ganz gut, wenn sie sich an eine Fastenzeit halten würden.